Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und da hat es mich ganz kurz fast von den Socken gehaut. Tatsächlich kommt jetzt der erste asiatische Hersteller mit einem Fahrzeug mit Drehstromlader auf den Markt. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, denn wie wir wissen, das Drehstromnetz ist eigentlich, ja, zumindest in der Ausprägung, nur in Europa relevant. Und anscheinend ist dann da der Markt auch zu klein. Wobei man auch dazu sagen müsste, also theoretisch könnte man auch in anderen Ländern die drei Phasen an den Ladestationen hinbringen. Nur man schafft es halt eben meistens nicht in den Privatwohnungen oder in den Privathäusern, das da anzubieten. Da gibt es meistens nur eine Phase. Nichtsdestotrotz kommt jetzt der Hyundai Kona tatsächlich mit einem 11 kW Lader immerhin auf den Markt. Und ja, das bedeutet, wir haben also einen Drehstromlader mehr. Ja, tatsächlich kann ich mir also durchaus vorstellen, dass man hier auf dem Markt gehört hat. Denn für viele war das dann eigentlich keine Option mehr, wenn man einen 64 Kilowattstunden Akku hat, den dann einphasig aufladen zu können. Nur das dauert einfach zu lange und das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da die ersten Modelle dann kommen, die also tatsächlich einen Drehstromlader haben. Wenn wir jetzt uns den Markt anschauen, was momentan verfügbar ist an Fahrzeugen mit Drehstrom-Lademöglichkeit, dann haben wir hier immer noch die Zoe natürlich an erster Stelle, denn das Fahrzeug hat nur den Drehstromlader. Ebenso wie der BYD E6, der hat auch nur einen Drehstromlader. Und ja, dann kommen schon die Teslas, die also prinzipiell erstmal einen 11 kW Lader mindestens drin haben. Manche Tesla Model S oder X. Ältere Modelle haben auch einen 22 kW Lader drin, die neueren, da geht es maximal bis 16, bis 16 kW, genau, also die 20 Ampere Ladung dann. Und dann kommt der e-tron, wenn er denn endlich mal auf den Markt kommt, mit serienmäßig einen 11 kW Lader mit einem 22 kW Lader dann in einem Upgrade. Müssen wir mal schauen, was das dann kostet, das Upgrade. Ich bin doch gar nicht darüber informiert, weil das Fahrzeug eigentlich für mich total uninteressant ist. Dann soll jetzt, der Smart ED kommt hier, oder gibt es ja jetzt halt auch mit 22 kW Lader. Den hat es eine Zeit lang eben nur mit dem Einphasenlader gegeben. Da gab es wohl irgendwelche technischen Schwierigkeiten, was den Dreiphasenlader betraf. Und den gibt es jetzt. Und dann kommt ja jetzt der Peugeot E206 raus, der einen 11 kW Lader haben soll. Und jetzt also neu in der Familie der Drehstromlader dann der Hyundai Kona Electric. Genau. Ja. Bin mal gespannt vom, ich glaube, der neue Ioniq hat leider keinen Drehstromlader. Da sind sie aber, glaube ich, rauf mit der Ladeleistung von 6,6 vorher auf 7,2, wobei die 7,2 ja in Deutschland sowieso nicht gehen. Also von daher ist das schon mal irrelevant. Da kann man ja nur mit 4,6 kW einphasig laden. Also das ist für den deutschen Markt uninteressant. Für andere Länder mag das interessanter sein, aber verstehe ich nicht, warum man da keinen 11 kW Lader dann auch einbaut, wenn man die Technologie eh schon mit dem Kona im Portfolio hat. Komisch. Ja, Nutzfahrzeuge gibt es natürlich dann noch, die Drehstrom laden können.
aber ich habe mich jetzt mal in meiner Aufzählung nur auf den reinen PKW-Bereich beschränkt. Der iPace, glaube ich, soll irgendwann auch mal Drehstromladen bekommen. Im Moment aber, soweit ich weiß, gibt es den bloß mit dem 7,4 kW-Lader. Kann aber sein, dass der auch schon als 11 kW-Version schon auf dem Markt ist. Da habe ich mich jetzt nicht weiter drum gekümmert. Das ist auch so ein Fahrzeug, was Compliance Car. Ja, so schaut's aus. 11 kW-Lader kommen langsam auf den Vormarsch, oder Drehstromlader, Gott sei Dank. Ja, Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.